Und ich kann beide dort arbeiten lassen. Also ja, hier ist auch dann Platz für die Kaserne nachher. Und ja, wenn der Wald weg ist und wir eine ordentliche Nahrungsversorgung haben, dann können wir halt auch hier über die Bärenbüsche und so bauen. Einfach hier im Brunnen hin und packen? Nö, ich packe ihn da oben hin. Habe ich da überhaupt noch Wasser gegraben oder habe ich da eine Straße gebaut? Ich glaube, da habe ich aus Versehen eine Straße gebaut. Das ist dann etwas peinlich. So, du musst erstmal wieder Horm essen. Also ja, wir haben wenigstens zwei potenzielle Verbündete und ein kleines Lager hier oben. Er wird seine Einstellung wohl nicht mehr ändern. Suchender Wolf und schnalzende Zunge sind die Anführer der beiden Stämme. Gut, dann lassen wir jetzt erstmal, obwohl das Fitzelchen, das sollte ich noch aufdecken, vielleicht die Erkundschaftung. Sind jetzt eigentlich alle drei Damen verheiratet? Nein. Bernie ist verheiratet und Thorwald ist verheiratet. Das heißt, Ari ist noch nicht, oder Ari ist noch nicht verheiratet. So, Bauarbeiter sind verheiratet und haben ein Haus. Yay. Schusterei könnte ich hier ziemlich zentral dann hinstellen. Mal gucken. So, das nächste wichtige Gebäude ist der Brunnen. Wo ist jetzt mein Krieger da?
dass sie da oben Donnertürme haben. Hm? Kleiner Riese. Und ja, ich hätte eigentlich mit meinem einen Schwertkämpfer die Möglichkeit, die auszulöschen, aber das mache ich nicht. Ich habe keinen Grund für sowas. Wir können eigentlich doch weiter erkunden gehen. Mann, ist das viel Weizen hier. Da wird unser einer Farmer jetzt eine Weile beschäftigt sein mit dem Abbauen. Ach ja, natürlich der Bug, dass er jetzt erstmal seine Nahrung in das Haus bringt. Weil sie ja auch keine Anstalten macht zu kochen. Mal wieder. Das ist echt nervig. So, als nächstes ist da der Werkzeugschreiner dran, mit dem gebaut werden. Und ja, die Map ist wieder verdammt groß eigentlich. Was das Kundschaften angeht, würde ich manchmal gerne einfach am liebsten einen Cheat benutzen, der die ganze Map aufdeckt. Beim ersten Teil ist Kundschaften doch ein bisschen anstrengend manchmal. Gerade bei solchen Maps hier. Du sollst ja auch nicht reden, du sollst... Bitte, 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 ganz doll, bitte. Essen kochen. Vor allem die Frauen haben nicht mal einen Gesellschaftsbalken, sondern nur einen Hunger- und Schlafbalken. Trotzdem wollen sie ständig mit Leuten reden. Okay, hier ist ein bisschen Nahrung, an der was sich satt essen kann. Wo bist du eigentlich gerade? Jetzt möchte sie endlich mal Essen zubereiten. Gott sei Dank, ey. Achso, der schläft da gerade.
Irgendwie sieht das hier gerade ein bisschen komisch aus. Was halt das Schlimme ist, jetzt kehren sie zuerst zum Haus zurück, nachdem sie herausgefunden hat, dass sie da keine Nahrung hat. Geht dann wieder auf Nahrungssuche, wahrscheinlich wieder an einen Ort, wo nachher wieder keine Nahrung ist. Ja, ich sag nicht unbedingt, dass es jetzt so furchtbar schlimm ist, aber es kostet Zeit. Es dauert halt immer dann ewig lange, bis wir mal unsere Siedlung aufgebaut haben. Gut. Ja. Gut. Ja. Ja, genau, sie möchte gerne kochen, deswegen geht sie jetzt zurück, weil sie nichts gefunden hat, mit dem sie kochen kann. Ja. Jetzt geht sie irgendwo anders hin. Okay, unser Werkzeugschreiner ist fertig. Aber sie scheint endlich mal Nahrung gefunden zu haben. So, Torvald, du machst jetzt bitte Werkzeuge. Steinmetz-Zelt wäre auch fertig. Ja, mit der Schule warten wir wegen Dreifamilienhaus. Wir bauen jetzt lieber endlich mal eine Bäckerei. Und noch ein Zweifamilienhaus. Für den Bäcker. Yay. Da hier oben ist nichts. Jo. Nur eine Sandbank, ja. Ja. Ja, will. Das heißt, wir gehen einmal einfach querfeldein, wieder nach hier unten zur Nahrung. Lass dich zwischendurch mal Beeren essen hier. So, passt hier eigentlich doch irgendwo eine Schule hin? Nö. Muss ich die wirklich ein bisschen abseits dann hinpacken?